Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Proteste in Georgien. Am Abend versammelten sich in der Hauptstadt Tiflis erneut tausende Menschen und blockierten Straßen. Hintergrund ist ein aktuell beschlossenes Gesetz. Kritiker fürchten um die Presse- und Meinungsfreiheit in der Kaukasusrepublik. Zudem sei ein möglicher EU-Beitritt des Landes gefährdet. Wirtschaftsweisen stellen Frühjahrsgutachten vor. Darin werden sie nach Medieninformationen ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich herabsenken. Im Entwurf des Gutachtens geht das Gremium nur noch von einem Plus von 0,2% aus. Für 2025 soll das Bruttoinlandsprodukt dann um 0,9% wachsen. USA erhöhen Zölle auf Importe aus China. Betroffen sind unter anderem Elektroautos, Solarzellen und Chips. Besonders stark angehoben werden die Einfuhrzölle für E-Autos. Die USA werfen China unlauteren Wettbewerb vor. Peking kündigte Konsequenzen an. Urteil zur Messerattacke von Bruck steht erwartet. Dem 34-jährigen Palästinenser Ibrahim A. wird vorgeworfen, im Januar 2023 in einem Regionalzug zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Seine Verteidigung plädiert für die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Neben vielen anderen Stars auf dem roten Teppich stand zum Start Hollywood-Legende Meryl Streep im Mittelpunkt. Sie sprach die Eröffnungsworte und wurde für ihr Lebenswerk mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet. Die Festspiele enden am 25. Mai. 22 Filme laufen im Wettbewerb um die Goldene Palme. Das Wetter in der Nordosthälfte wieder sonnig und windig, nach Südwesten hin wechselhaft und gebietsweise Regen, am Nachmittag auch Gewitter, im Süden lokale Unwetter möglich, Höchstwerte 16 bis 28 Grad.